Jo, was geht ab, Leute? FrapsHD hier, und zwar wollten wir euch zeigen, wie ihr in die in so komische versteckte Locations reinglitschen könnt. Dazu haben wir euch die Top 3 Spots ausgesucht. Und zwar zeigen wir euch als erstes ein Glitch. Da kannst du dann in die Kino, also in so Kino ist so ein kleiner Raum, und dort überlebst du dann. Theoretisch kannst du da chillen. Ist nichts Großes, aber ist etwas, was halt fast gar keiner weiß. Und da kannst du deine Freunde trollen, alles trollen. Ja, ist halt nicht ganz witzig dazu. Also der Glitch ist so einfach, das kriegt jedes Baby hin. So, wir fliegen auf jeden Fall gerade dahin. Ich markiere euch schon mal den Wegpunkt. Das Kino ist hier oben. Hier. So. Mein Kollege versucht jetzt dort zu landen. So, ihr seht, hier ist das Kino. So, einmal aussteigen. Dann kommt ihr hierher. Dazu müsst ihr nun das Touchpad gedrückt halten, den Passivmodus aktivieren, dann deaktiviert ihr den, lauft nach vorne und drückt die ganze Zeit X. So, rechts unten ist der Timer. Sobald der Timer um ist, seht ihr, euer Charakter wird sich jetzt nach vorne leggen. So, das seht ihr jetzt. Er rutscht so komisch nach vorne, so. Blüps, ihr seid in dem kleinen Raum drin. So, das ist sehr easy. Also, das schafft man sehr locker. Und ja, genau, das schafft eigentlich jeder. Ist nicht so schwer, ist chillig. Genau, das kann jeder. Wie ihr sehen könnt, jeder ist hier jetzt drin von meinen Kollegen. So. Um rauszukommen, müsst ihr genau dasselbe tun. Passivmodus an, aus. Aber da wir keine Zeit haben, wirft jetzt einer einfach eine Haftgranate runter und wir sterben alle so einfach. Und dann spawnen wir wieder draußen. So. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist das Haus von dem Cousin vom Trevor. Oder so, keine Ahnung. Also das kennt auch eigentlich jeder. So, steigen wir wieder in unseren komischen Helikopter ein. So, nun zeige ich euch die Location, wo sich das Ganze befindet. Ja, das Ganze befindet sich hier in diesem Bereich. Hier ungefähr in diesem Block. Dort müsst ihr dann halt nachsuchen. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Naja, wir fliegen dahin. Ich verschaffe mir dann einen Überblick und dann kann ich euch nähere Informationen dazu geben. In der Zwischenzeit, Leute, habe ich ein paar Anliegen. Und zwar könntet ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach in meine Crew reinjoinen. Unten ist der Link. Also jeder ist willkommen, egal ob PS4, PS3, Xbox, Xbox One, egal was. Einfach jeder ist willkommen. Ja, genau, einfach da mal rein. Dann ist unten noch meine Facebook-Seite. Auch mal einfach reinschnuppern und auf jeden Fall abonnieren. Das ist das Wichtigste. Also da würde ich mich echt drum freuen. Also Leute, nun kommen wir zu diesem Spot. Mein Kollege, wie ihr schon sehen könnt, hat es lila markiert. Hier. Da hin. So. Jetzt landen wir noch schön. So. Also das Haus könnt ihr jetzt links hier sehen. Also jetzt nicht konkret links hier. So. Das ist das Haus von dem Cousin. Und zwar hier auf der Karte. Hier. So. Dazu müsst ihr auch wiederum hoch. Dann kommt ihr hier hin. Kommt hier an das Tor. Drückt das Touchpad wieder. Passivmodus aktivieren, deaktivieren, dagegen laufen und dann die ganze Zeit X spammen. So. Nun backt ihr da durch. Und wenn ihr drin seid, werdet ihr erstmal euer blaues Wunder erleben. Hä, was ist das denn so komisch? Aber dafür müsst ihr in den Third Person gehen. Das heißt Ego-Modus, meine ich. Und dann könnt ihr alles sehen im Haus. So, das ist eigentlich eine geile Sache, ne? Also ihr könnt hier alles hier wild umherballern. Also alles ist hier. Eure Kollegen. Ihr könnt hier in die Räume. Das könnt ihr auch bei Michael, bei Trevor und bei Franklin in der Wohnung machen. Aber diese Wohnung ist ja eher eine Rarität. Also die Wohnung kennt nicht jeder. Deswegen wollten wir die euch zeigen. So,
Genau das gleiche sind Ding, Trick kann man auch raus. Passivmodus aktivieren, deaktivieren. Hier zeige ich euch das geschwind mal. Hier ist der Ausgang. So, Touchpad gedrückt halten. So, ich gehe mal in die Sicht, die gefällt mir nämlich besser. So, Passivmodus aktivieren, deaktivieren, die ganze Zeit X voll spammen. So. Nun gehen wir zu einem Spot, zu dem Menschenlabor, was in der Kampagne auch schon vorgekommen ist, da wo man irgendwas mit dem FBI-Fuzzis und so machen müsste, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr das jetzt auch sehen. So. Die Position markiere ich euch auch. Das befindet sich ungefähr, nee, das weiß ich. Die befindet sich hier. Ganz genau hier. Also, hier drüben. Da sind auch die Deathmatch. Wenn der Weg euch viel zu weit ist, startet einfach das Deathmatch und beendet das einfach wieder. Geht auch ganz schnell. Genau, da ist es. Da. Da müsst ihr hin. Ja, ist halt nicht ganz easy, wie ihr hier schon sehen könnt. Es gibt tausende Spots. Nur, ich weiß nicht, also ich kenne nicht alle Spots. Falls ihr mal ein paar geile Spots findet, schreibt unbedingt in die Kommentare, wo ich das finde. Eventuell einfach mal mich adden und das zeigen. Und ihr könnt, wenn ihr andere Videos sehen wollt, zum Beispiel von mir, ich habe ein paar andere. Zum Beispiel ein RP-Glitch, dann ein Unsichtbarkeits-Glitch und dann noch ein Autoteilen-Bug, wo eure Autoteile unsichtbar werden können. Dann habe ich noch, also was jetzt nach dem Video jetzt noch kommen wird, ist auf jeden Fall, wie man seinen Online-Charakter von zum Beispiel männlich auf weiblich umstellen kann und von weiblich auf männlich zum Beispiel. Also ihr könnt eure Geschlechter halt verändern. Das werde ich noch probieren, dann versuche ich jetzt auf jeden Fall noch einen Money Glitch rauszubringen und auf jeden Fall richtig dabei bin ich, ein Duplicating Glitch für Autos zu finden. Das sind eigentlich meine Haupt hier Jobs, sage ich mal. Ansonsten, ja, melde ich mich auf jeden Fall bei euch und auf jeden Fall würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lassen würdet. Genau. Also, hier hin müssen wir. So hat es auch mein Kollege hier markiert, wie ihr sehen könnt. Ist nicht mehr viel, Leute. Bald habt ihr es überstanden. Ist ein langes Video, aber auf jeden Fall würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. So. So, wir sind angekommen, Leute. Hier, mein Kollege landet natürlich mal wieder sehr perfekt und präzise, nur immer diese kleinen Unfälle. Ja. So, Leute, hierfür müsst ihr hier an diese Garagen kommen. So, das zeige ich euch jetzt nochmal konkret hier auf meiner Karte. Ganz genau hier an der Ecke. Genau dasselbe Schema. Passivmodus aktivieren, deaktivieren, zack, X vergewaltigen. Wie ihr schon hier eventuell im Hintergrund hören könnt, mein X wird richtig gut vergewaltigt. So. Wenn ihr euch wieder jetzt rein teleportiert, es buggt dann immer so, blups, ihr seid drin, geht ihr wieder in den Ego-Modus. Es kann auch sein, ihr müsst nicht in den Ego-Modus, um das zu sehen. Genau, also ihr seid jetzt hier, alles ist hier funktioniert halt, keine Ahnung, ihr könnt halt hier rumlaufen auf jeden Fall. Ihr könnt Türen betätigen, Aufzüge, weiß ich leider noch nicht. Ich konnte es dem Letz nicht starten, aber ist eine coole Angelegenheit. Ihr könnt hier überall rumlaufen, wie ihr schon sehen könnt. Es wäre auf jeden Fall was Cooles, zum Beispiel um irgendwelche Veranstaltungen oder so irgendwas zu machen halt. Also ist eine coole Sache, ne? Genau, hier könnt ihr sehen, das funktioniert leider nicht. Genau, also. Ups, hier ver. So. Manche Türen sind leider halt zu. Müsst ihr halt woanders eure Wege finden, aber ansonsten funktioniert eigentlich alles tipptopp. So.
Wenn ihr dann aber wieder umschaltet auf eine andere Sicht, geht alles weg. Deshalb einfach immer im Ego-Modus bleiben und rumlaufen. So, Leute, das war's dann eigentlich auch schon von mir und meinen Kollegen. Mit dabei war der Kevin und der Force Vegan. Auf jeden Fall würde ich mich für ein Abo freuen und einen Daumen hoch. Also dann, Leute, haut rein. Euer Frapes AD.